Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy 14. Ich hoffe, der letzte Part ist aufgenommen worden. Denn ich hatte das Gefühl, Probleme mit dem letzten Part gehabt. Sag mal, okay. Sehe ich ja dann hinterher. Auf jeden Fall weiter geht's mit Roselines Quest und die Suche nach den Typen, die dort gecampt haben. Hier kriegt man Schrott. Okay. Ich möchte die Wachen in der Umgebung über die verdächtigen Gestalten im Wald, deren Lagerstätte du gefunden hast, informieren. Kannst du ein entsprechendes Schreiben zu drei Wachposten bringen? Sie sollen dir den Erhalt der Informationen quittieren, wenn sie das Schreiben gelesen haben. Melde dich zuerst bei Elma am Stubben und dann bei Bernhard an der Brücke ins Wieselgrund. Zuletzt gehst du zum Schokobo-Stall von Gut Zwieselgrund und zeigst das Schreiben Elgar. Also, ihr wollt, dass ich ohne Schokobo zu dem reise? Dann gehe ich erstmal zu Gut Zwieselgrund. Oder ne, ach nee, ist ja gerade in der Nähe. Ach komm, dann gehen wir zu Fuß. Ist ja nicht weit. Und ich lasse mich ja von nichts ablenken. Und wenn, dann kann ich ja sagen, okay, machen wir. Mache ich mal Aufnahmepause. Was will der Typ? Was ein Tagträumer. Wo der jetzt herkam, keine Ahnung. So, was gibt's? Verdächtige Gestalten wurden im Wald gesichtet? Verstanden. Wir werden nach ihnen suchen. Hier mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Schreiben gelesen habe. Als nächstes steht Bernhard auf der Liste. Du musst also nach Zwieselgrund im Süden. Pass auf dich auf. Warum muss ich... Ich verstehe gerade nicht, warum ich erst zu dem und dann zu dem anderen. Warum nicht alles auf einmal? So, oh, der ist doch gerade in der Nähe und so. Das verstehe ich nicht, aber okay. Ich will nichts hinterfragen. Es ist ein Spiel, was Spaß machen soll. Da ist Logik manchmal an der falschen Adresse. Bernhard! Hab was für dich. Was bringst du mir da? Ein Schreiben. Unbekannte haben im Wald bei Novika Lette kampiert. Irgendwas mit Schokos, bla bla bla. Danke für diese wichtige Info. Warnung. Hiermit bestätige ich, dass ich das Schreiben gelesen habe. Als nächstes musst du zu Elgar. Er hält oben bei den Schokobos Wache. Ja. Und bei dem endet auch die Quest. Alter Falter, was zum? Habt ihr den fetten Schokobo gesehen? Ja, ich werde mir auf jeden Fall mit jedem Charakter, jedes Reittier versuchen zu ergattern. Und besonders mit der hier. Ein Schreiben. An mich. Da ist ein Schwarzmagier hinter mir. Ja, hier. Verdächtige Gestalten im Wald? So, so. Na, die sollen es wagen, unseren Schokobos so nahe zu kommen. Danke für die Warnung. Wir werden die Augen aufsperren. Nehmen wir euch das. Wir leveln! Jawohl! Level 13 schon, noch zwei Level und wir sind auf jeden Fall auf ein gutes Stück vorangekommen und wir können sogar dann in die Gold Saucer rein. Da mache ich auch noch einen extra Part für die Gold Saucer, weil die sind so toll. Die sind aber auch neu, glaube ich. Die gibt es noch nicht so lange. Also letztes Jahr gab es die auf jeden Fall noch nicht. Hol's der Geier. Du scheinst ein cleveres Mädchen zu sein. Kannst du mir einen Gefallen tun?
erfahrener Händler hat südlich von hier etwas Weißes im Gebüsch gesehen. Als er es sich näher ansehen wollte, wurde er plötzlich von etwas Großem aus der Luft angegriffen. Kannst du die Straße nach Süden ablaufen und nach gefährlich fliegenden Monstern und diesen weißen Dingen suchen? Wenn du etwas findest, dann sage Lothair an Galvans Wachturm Bescheid. Richte ihm auch aus, dass er verstärkt die Wildnis abseits der Wege im Blick behalten soll. Und Kata hat auch noch eine Mission für uns. Da bekommen wir eine Rüstung für Krieger. Aber wir haben schon was besser ist. Mann, hast du Zeit, einen Auftrag für mich zu erledigen? Ich brauche Samen von 6 Röslingen. Daraus lässt sich ein Öl gewinnen, das eine beruhigende Wirkung entfaltet. Wenn man es nervösen Schokobus verabreicht, das ist ein unverzichtbares Hausmittel in der Schokobuzucht. Ich hatte einen großen Vorrat angelegt, aber der ist schon aufgebraucht. Denn in letzter Zeit werden die Chocobos immer schreckhafter und verfallen häufig in Panik. Chocobos sind ja von Natur aus äußerst sensible Wesen und reagieren... Röslinge sieht man häufig in der Nähe von Galvans Wachturm. Dort wirst du bestimmt schnell fündig. Viel Erfolg. So, ich muss sowieso da runter anscheinend. Sind das jetzt beide Quests oder nur die eine? Das könnten auch beide sein. Tatsache, das sind die Gegner und da ist der Typ, den ich anspreche. Ich spreche erstmal mit dem Typen oder so. Oder das, was zu untersuchen ist. Also ich gehe so weit rein, wie ich reingehen muss. Ein paar Röslinge könnte ich aber trotzdem töten. Die haben aber nicht gerade viel drauf. Okay, mache ich die von hier aus. Mache ich die erstmal platt, weil ich muss, glaube ich, noch weiter rein. Obwohl, so weit sieht es gar nicht aus. Wollte ich mich mal eben an der Nase kratzen, weil die gejuckt hat. Okay. Da sind auch noch ein paar Röslinge. Später. Ich mache jetzt mal die Röslinge platt, bevor ich dahin gehe. Alles nacheinander. Stark sind sie ja nicht gerade. Also wehtun sie mir auf jeden Fall nicht. Ich habe das Gefühl sogar, dass ich mich schneller heile, als dass die mir wehtun. Da ist noch einer. So. Einen brauche ich noch von euch. Ich bin ja nur Level 10 und wir sind 3 Level drüber. Komm. So, das hätten wir erledigt. Na, wir gehen weiter.
Denn da ist noch was. Und ich habe das Gefühl, dass es bald in einen Dungeon geht. Denn dort hinten ist ja ein Dungeon. Na, schauen wir mal. Milben. Ah, nee, doch nicht. Okay. Scheint aber auch keine Hauptquest gewesen zu sein hier. Was? Bier in eine feuchte Grube reinzuschmeißen? Euer Herrn? Okay. Das schneide ich dann mal eben kurz. Bis nachher. So, Leute, ich glaube, ich habe was gefunden, wo ich was suchen sollte. Ein Geier-Ei? Ah! Und ich werde natürlich von Geiern angegriffen. Ist klar, wenn es ein Geier-Ei ist.
Ich wäre auch sauer, wenn man mein Ei stehlen wollte. Obwohl ich keine Eier legen kann. Das lasse ich trotzdem nicht auf mir sitzen. Mein Rührei. So. Dann können wir auch gleich mit dem Typen da quatschen. Das mit den, die eine Quest hat auch nur 4 Minuten oder so beansprucht. Das war eigentlich ganz schnell gemacht, aber trotzdem will ich sowas nicht so wirklich jetzt von der Handlung hier, ja, mich entfernen. Wie bitte? Nordkapgeier? Hier bei uns im Süden und sie haben sogar Eier gelegt. Direkt vor meiner Nase. Und ich habe nichts bemerkt. Elga hat sich zu Recht Sorgen gemacht. Nur gut, dass du aufmerksamer als ich warst und die Nordkapgeier erlegt hast. In Zukunft werde ich besser aufpassen. Und ich nehme mir natürlich das wieder. Der hat eine neue Quest für mich sogar. Oh, neuer Pionierstab. Ich frage mich sowieso, was muss ich machen, um Dragonier... Ich guck mal eben kurz nach, was ich machen muss, um Dragonier noch zu werden. Dragoon... Marodeur. Was? Wird ja nicht so schwer sein, den auf Stufe 15 zu kriegen. Vielleicht mache ich auch als Marodeur dann ein paar Story-Quests, weil die sind hier... Obwohl, nee, die ist ja schon ab 13 hier. Ich bin gerade Stufe 13. Oh. Okay, nehmen wir mal an. Du scheinst erfahren und todesmutig zu sein. Hast du schon einmal gegen Untote gekämpft? Südwestlich von hier liegt der Totenacker Tamtara. Und der Eingang zu dieser alten Grabstätte wird von verhexten Gerippen bewacht. Oh. Ab und zu kommen sie aus ihrer Höhle gekrochen. Und greifen Reisende auf den... Ah, bla bla bla. Ja. Okay. Ach komm, wir geben erstmal die Quest da oben ab, oder? Ach komm, ja, mach mal. Ist ein schneller Weg. Besser zwei Quests zu haben als eine. Vielleicht kriegen wir auch von der keine mehr und das ist dann eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wird Zeit, dass ich mich selber in eine Gilde einlade, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mein Twinks in meine Gilde einladen. Hast du die Röslingsamen besorgt? Ja, habe ich. 6 Samen, perfekt. Und was für prächtige, das hast du gut gemacht. Damit kann ich die Chocobos hoffentlich beruhigen. Ich frage mich, was sie so in Aufruhr versetzt hat. Und ich nehme wieder algalische Bronzestücke. Und damit habe ich auch ihre Quest erfolgreich beendet und ich kann zu den Typen da runter. Eigentlich hätte ich die Quest die ganze Zeit aufbewahren können. Aber okay. Noch 2 Level und wir sind auf jeden Fall, ja, so gut wie weg hier. Denn wir können uns nämlich dann freier bewegen. Wir können dann... Natürlich brauchen wir dafür eine Quest, um da uns frei zu bewegen, aber die kommt noch. Nein, ich lasse mich davon noch nicht zum Mitmachen überreden von den Fates, weil ich habe sie noch nicht nötig. Ist zwar ein guter Weg, um zu leveln, die ganze Zeit Fates farmen, anstatt die Quests
zu machen, aber... Oh nein. So, und jetzt geht's an die Grippe. Und ich glaube, wir nähern uns wirklich dem ersten Dungeon. Oh, wir haben zwei geäxt und verhexte Grippe. Aber was ich gut finde, ist, dass die gekennzeichnet werden. Ich weiß nicht, ob es bei WoW so ist. Ah, lasst mich! Schnell heilen. Mittlerweile sind es zwei, drei... Ach du Scheiße, das überleben wir nicht. Einheit ist... Nein! Ich gehe erstmal weg, ich gehe erstmal weg. Scheiße. Ja. Auf zu Zwieselgrund. Man sollte auch immer da, wo man gerade die Hauptquests macht, seinen Dings machen, seinen Wiedereinstieg. So. Das Gerippe hat uns überrascht. Es waren mindestens 4 Stück. Wir müssen auch 4 erschlagen. Komm. Ah. So. Nein. So. Ich hab's lieber, wenn ich die große Karte sehe. Ich habe irgendwie Bock, wenigstens einen Schlag rauszuführen, damit ich den Fate als erfolgreich drin habe. Und ich glaube, das ist ein... Es kann zum Trophäenerhalt wichtig sein. Heiler dabei zu haben, ist hier, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich gerade ordentlich dresche. Oh, noch einer. Ah, nee, ich gehe erstmal hier raus. Gegen so viele Gegner. Nicht gut. So, die Schauermilbe ist das Einzige, was geblieben ist. Dann stirb! Ich frag mich nur, ob Rückzug dann funktioniert, wenn man gerade im Kampf ist. Das war die falsche Kombo, egal. So, jetzt traue ich mich wieder rein. Vorsichtig. Warten, bis der Trank aufgefüllt ist. So. Komm. Und schon sind es wieder 2. Als hätten sie nichts Besseres zu tun. Ich will mal was ausprobieren. Ja, funktioniert nicht. Das ist wahrscheinlich nur, um halt aus Dungeons zu fliehen. Aber wer sollte das? Warum? Warum sollte man aus Dungeons fliehen wollen? Da lässt man ja seine Freunde oder seine Kollegen, die man gerade da drin hat, im Stich. Auch nicht so gut. So. Oh, wie viele Sekunden, Minuten haben wir? Wir könnten den Part eigentlich schon fast beenden. Danke, dass du die Grippe wieder unter die Erde geschickt hast. Damit sind die Wege sicherer geworden.
Sorgen bereitet mir, dass in letzter Zeit immer mehr Untote aus ihren Gräbern kriechen. Eigentlich sollten die verstorbenen Seelen in Tamtara friedlich ruhen, doch irgendwas muss sie erweckt haben. Gib mir erstmal einen neuen Speer. Einen neuen Attributpunkt. Und gleich mal in Stärke verballer. Man kann wirklich jedem alle Klassen beibringen. Aber ganz ehrlich, lasst es. Den hier zum Beispiel mache ich ja in Stärke, Geschick und Konstitution. Die halt Attribute betroffen ist beim Krieger ankommt. Und wenn man aus denen dann Magier macht, keine gute Idee. So. Oh, Fate erfolgreich. Danke. Soll ich den noch anquasseln oder? Ah, nee, ich lasse das. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann!